Das glaube ich gern. Auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders. Schließlich haben wir auch nicht jeden Tag eine Künstlerin mit Weltruhm hier bei uns. Sie ist gebürtige Brasilianerin, Ballettleiterin in Santiago de Chile, aber sie hat das Stuttgarter Ballett berühmt gemacht und sich selbst gleich mit. Gerade hat sie ihren 80. Geburtstag gefeiert und steht jetzt wieder in Stuttgart auf der Bühne. Ganz klar, ich rede von Marcia Haide. Sie adelt erneut die Stuttgarter Kompanie mit einer Gastrolle. John Cranko hatte die Tänzerin Anfang der 60er Jahre zu seiner prima Ballerina gemacht. Legendär ihr Pas de Deux mit Richard Cragen. Mit ihm lebte sie auch viele Jahre zusammen. Nach Crankos frühem Tod übernahm sie die Leitung des Stuttgarter Balletts bis 1995. Sensationeller Abgang auf der Harley ihres Ehemanns, Günther Schöber. Ja, und da ist sie, Marcia Haide. Schön, dass Sie da sind. Großartig, oder? Mann, das war ein schöner Tag. Mein Mann, also das war spektakulär, oder? Die Harley. Oh. Es war wahrscheinlich die erste Harley, die jemals auf der Opernbühne gefahren ist. Und mein Mann hat gesehen, wir waren alle so traurig, weil mein Abschied vom Stuttgart Ballett damals, dem Tag. Und er hat sich selber ausgedacht, irgendetwas zu machen, das niemand wusste. Ich wusste es nicht, die Tänzer wussten, das Publikum wusste auch nicht. Und dann kam er da an mit der Maschine. Fahren Sie eigentlich ab und zu noch Motorrad? Ja, ich immer, wenn ich da bin, gehe ich mit dem Motorrad. Ja, das liebe ich. Unglaublich. Ja. Ich meine, es ist sowieso unglaublich. Ich habe das Outfit. Wenn ich Sie hier so sehe, 80 Jahre, ich kann es kaum glauben, wirklich. Ja, ich bin so glücklich, 80 zu sein. Aber auch noch so fit und so voller Elan. Aber Sie haben, glaube ich, gute Gene. In Ihrer Familie wurden Sie auch schon, die Frauen alle ziemlich alt. Mein Oma war fast 100. Mein Mutter 97 und meine Urgroßmutter 96. Wow. So, ich habe noch sehr lang. Oh, da haben Sie noch viel vor, ja, das glaube ich. Ja, aber ich habe gehört, dass Sie auch viel Yoga machen, oder? Dass Yoga auch was ist, wo Sie fit hält. Das ist mein Mann. Mein Mann, ich glaube, deswegen habe ich ihn geheiratet. Weil er der beste Yogalehrer ist der Welt. Der beste Yogalehrer der Welt. Zitat Haide. Und bis heute, er arbeitet mit mir und ich bin, was ich bin und ich habe noch so viel Energie, weil ich bin mit ihm verheiratet. Da ist er. Da ist er. Mensch. Da ist mein Gunti. Und immer noch verliebt. Ja, auch total. Total. Er ist das Wichtige in meinem Leben, ist Günther. Wenn der Günther sagt heute zu mir, gehen wir leben nach Japan, ich lasse alles los und gehe mit ihm. Echt? Ja. Das ist also eins der schönsten Liebeserklärungen, die ich je gehört habe. Also wirklich. Und er zum Beispiel ist in Chile mit mir. Seit 14 Jahren sind wir in Chile. Sie sind gerade, haben Sie mir erzählt, zurückgekommen vor ein paar Tagen aus Chile hierher. Vor zwei Tagen. Und jetzt stehen Sie wieder auf der Bühne, proben gerade für das Stück, für Romeo und Julia. Das Stück, muss man sagen. Wir gucken uns einfach mal ein paar Bilder an. Okay. Weil Sie standen schon mal als Amme auf der Bühne hier und das Publikum tobte damals. Das war die 50er Jahre Ballett Stuttgart. Und das ist Ihre Rolle, Ihre Paraderolle als Julia 1973, ne, war das, mit Richard Cragen. Ja, das ist. Ja. Und das ist das Romeo und Julia-Paar heute. Das war das erste Ballett, das Cranko hat mit mir gearbeitet. Und das ist, da bin ich da. Ja. Und jetzt wieder ich auf der Bühne zu stehen. Ich liebe diese Romeo und Julia. Das war ein sehr wichtiger Ballett in meinem Leben. Das war der Anfang von alles. Mhm. Das war mit Romeo und Julia, dass ich habe es verstanden, was für Kapazität ich habe als Schauspielerin. Und das bedanke ich. Also nicht nur als Tänzerin, sondern eben auch als Schauspielerin. Das ist ja, glaube ich, das Entscheidende, dass man beides kann, oder? Ja, aber für mich, das war das Wichtigste, das war die schauspielerische Kapazität, dass ich hatte. Also mit Ihrem Namen, ich habe es ja vorhin erwähnt, verbindet man natürlich die legendäre Zeit des Stuttgarter Balletts mit John Cranko auch und Richard Cragen. Wer hat da eigentlich wen am meisten beeinflusst? Sie die Männer oder die Männer Sie? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es kommt beides zusammen. Ich glaube, das ist, das war so gewesen. Das war eine ganz besondere Zeit mit Cranko, eine ganz besondere Zeit mit Cragen. Wie geht es Ihnen, wenn Sie so an früher denken, so zurückblicken?
Was ich mache heute hier, ja, dass ich muss zurückblicken, das mache ich nie. Das mag ich nicht zu machen. Mhm. Weil ich habe eine tolle Vergangenheit gehabt. Wirklich. Mein Leben war voll mit ganz bestimmten, besonderen Momenten. So, ich schaue nicht zurück. Ich will nicht melancholisch werden. Ja. So, ich schaue nach vorne und ich sage es jeden Tag, das Beste kommt noch. Ja, es ist ja auch so. Ich meine, Sie haben gerade Ihren Vertrag verlängert um 5 Jahre in Chile. Ja, genau. Das ist, wenn man das so sieht, unglaublich eigentlich. Sie sind 80, verlängern mal eben gerade Ihren Vertrag um 5 Jahre. Da sind andere schon längst im Ruhestand. Ja, haben Sie nie daran gedacht, mal aufzuhören? Nein. Aber das Leben will nicht, dass ich aufhöre. Das ist eigentlich auch ein guter Punkt. Das kommt, die Sachen kommen zu mir. Mhm. Und wenn die kommen, wenn schöne Sache zu uns kommt, man hat nicht das Recht, Nein zu sagen. Das geht nicht. Mhm. Es sind so viele Menschen, die haben nicht so viele schöne Momente. So, dass ich habe kein Recht zu sagen, ah nee, jetzt ich bin müde, ich will das nicht machen. Okay. Ja, das geht nicht. Kann es sein, dass Sie, wenn die Verträge dann irgendwann auslaufen in 5 Jahren, auch wieder zurückkommen hierher nach Stuttgart? Ja, das will ich. Ach, Stuttgart so ist mein Basis, mein Leben ist Stuttgart. Ich bin in Brasilien geboren, aber ich bin vom Schwabenland. Sie sind eine chilenisch-brasilianische Schwäbin. Nein, ich bin mehr Schwäbin. Ja? Dann brasilianisch und dann chilenisch. Aber als Erste bin ich von hier. Und jetzt heißt es erstmal proben, arbeiten und dann am Samstag Premiere. Vorstellung, ja. Schlägt da das Herz immer noch? Ja, klar. Ganz ja, hoch? Ja, heute, ganze Tag, ich war auch im Theater und ich überlege, ich muss so machen. Mir ist wichtig zu finden, kleine Sache, dass ich mache anderes auf der Bühne. Hm. Marcia Heide, ich habe mich irre gefreut, dass Sie hier waren. Vielen, vielen Dank für das Gespräch hier. Eine Ehre für uns in der Landesschau. Dankeschön, dass Sie da waren. Dankeschön. Danke.